berühmte Personen und Zeitgenossen zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Nazizeit. Es waren die Jahre der Weimarer Republik, eines Staates, der mit der Last des Versailler Vertrags leben musste. Dieser legte Gebietsabtrennungen und gewaltige Reparationszahlungen fest. Von daher bieten sich manche Ähnlichkeiten zu den Verhandlungen der Deutschen mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs in unseren Tagen an. Der erste Film unserer Serie zeigt aber auch, wie mühsam sich die junge Deutsche Republik nach dem Ersten Weltkrieg in die Demokratie tastete. Der Mord an Walter Rathenau ist ein Musterbeispiel für die Unfähigkeit, vernünftige Schlüsse aus einer politischen Katastrophe zu ziehen. Geboren 1867, Sohn und Erbe von Emil Rathenau, dem Gründer des Elektrokonzerns AEG. Er war Wirtschaftsführer, Schriftsteller, Philosoph und Politiker. Als Außenminister der Weimarer Republik wurde Walter Rathenau am 24. Juni 1922 von fanatischen Nationalisten ermordet, die in ihm den Juden und Erfüllungsgehilfen der Feinde Deutschlands sahen. In beiden Teilen Deutschlands sind Straßen und Plätze nach ihm benannt. Sein Name ist bekannt, doch wer weiß heute noch, was Rathenau wollte, tat und bewirkte. Seine verwirrende Vielseitigkeit erschwert das Verständnis. Wer war Walter Rathenau? Welche Spuren hat er hinterlassen? Das Haus Königsallee 65 in Berlin-Grunewald, 1910 von Rathenau entworfen und gebaut. Nach seinem Tode war es Gedenkstätte und Sitz der 1933 aufgelösten Rathenau-Stiftung. Heute gehört es einem Berliner Verleger. Der Senat scheute die Kosten, dieses Denkmal für den berühmten, aber unverstandenen Bürger Berlins zu erwerben. Rathenau erschien bisher nicht geeignet als Galionsfigur unserer staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung. Er war ein Vorkämpfer Europas mit staatssozialistischen Ideen. Was er schrieb, bleibt immer noch unbequem, irritierend, oft widerspruchsvoll. Wer war Rathenau? Unsere Suche beginnt in seiner Grunewald-Villa, die der neue Besitzer so weit wie möglich im ursprünglichen Zustand belassen hat. Die Einbauten im Arbeitszimmer stammen noch von Rathenau. Das Haus ist auch sonst in seinen verschiedenen Räumen interessant. Es ist kein Familienhaus. Es ist kein Haus, in dem sich eine Familie nun hätte wohlfühlen können, sondern es ist von vorn bis hinten ein repräsentatives Haus. Ein Haus, das vielleicht auf besondere Treffen, die ja stattgefunden haben, mit gleichgestellten Persönlichkeiten eingerichtet war. Ich will Ihnen gerne die Räume zeigen, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, sehr gerne. Ja. Bitte sehr. Bitte hier. Bitte schön. Die ursprüngliche Einrichtung durch Rathenau verrät massiven Reichtum und im Kontrast dazu fast spartanische Schlichtheit. Einer der Widersprüche Rathenaus. Hier zeige ich Ihnen einen ganz besonders schönen Raum, über dessen Bedeutung und dessen Zweck ich mir nicht klar geworden bin. In dem, was ich gehört habe, ist es das freie Mauerzeichen. Also wahrscheinlich war es hier so ein Treffpunkt für Logenfreunde, möglicherweise. Nein, Rathenau war kein Freimaurer, wie Anfragen bei den Logen ergaben. Wände und Decke des Raumes sind als Gitterwerk gestaltet, wie ein Vogelkäfig. Kein Zweifel. Dies ist der goldene Käfig des Wirtschaftsführers und AEG-Präsidenten,
der in seinem Wesen musisch und empfindsam war, wie aus seinen Schriften deutlich wird. Er liebte Musik, dichtete und malte. Er hat selbst die Skizzen zu den Wandgemälden in diesem Raum entworfen und gemeinsam mit dem Schweizer Maler Karl Walser ausgeführt. Die galanten Szenen stehen im Widerspruch zum eigenen Leben. Rathenau war Junggeselle und blieb allein. Das Malen lernte er bei seinem Onkel Max Liebermann. Zu den Freunden und Gästen in seinem Hause zählten Harry Graf Kessler, der spätere Biograf Rathenaus, Künstler wie der Regisseur und Theaterleiter Max Reinhardt, aber auch Kaufleute wie Albert Balin, Direktor der Hamburg-Amerika-Linie, und Rathenaus Verleger Samuel Fischer. Zu Fischers Autoren zählte auch Robert Musil, der einen Schlüsselroman über Rathenau schreiben sollte. Einer der wenigen Freunde, mit denen sich Rathenau duzte, war Gerhard Hauptmann, der in ihm einen der bedeutendsten Deutschen seiner Tage sah. Albert Einstein, ebenfalls oft Gast im Hause, hat Rathenau nach dessen Ermordung eine der größten Gestalten der Welt- und Kulturgeschichte genannt. Recherchen im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn, die über umfangreiche Sammlungen von Zeitungen und Zeitschriften aus der Weimarer Republik verfügt. Wir wollen herausfinden, wie Rathenau in seiner Zeit von den Medien eingeschätzt wurde, welches Bild die Öffentlichkeit von ihm gewinnen musste. Überraschendes erstes Ergebnis: Die Berliner Illustrierte, damals so etwas wie das Fernsehen heute, veröffentlichte keine Aufnahme, auf der man Rathenau ins Gesicht sehen konnte, noch nicht einmal aus Anlass seiner Ermordung. Das Attentat, seine Hintergründe und Auswirkungen machten Schlagzeilen. Aber bei den Konservativen und Rechten war Rathenau unbeliebt, sogar bei den Direktoren der AEG. Es waren Arbeiter, die die Trauerbeflaggung der Firma für Rathenau, den Präsidenten des Aufsichtsrates, erzwangen. Zentralbetriebsrat: Wer nicht binnen einer Viertelstunde das Gebäude Trauerschmuck trägt, wird ein roter Wimpel vom Dache wehen. Rathenau saß vor seiner Berufung zum Minister in nicht weniger als 84 Aufsichtsräten, befürwortete aber eine zentral gelenkte Planwirtschaft. Als Außenminister wollte er sowohl eine enge Bindung an den Westen als auch die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, eine Kombination, die ihn seit der Ostpolitik Willy Brandts wieder aktuell machte und eine Reihe neuer Veröffentlichungen über Rathenau auslöste. Der Forschung aber stehen Hindernisse im Wege. Auf der Suche nach seinem Nachlass finden sich im Bundesarchiv nur minimale Bestände. 60 Kisten gingen nach der Konfiszierung durch die Gestapo verloren. Besuch bei der Bibliothekarin des AEG-Firmenarchivs in Braunschweig, Eva Wirz. Das hier sind die Bestände Walter Rathenau innerhalb unseres AEG-Archivs. Das sind seine eigenen Veröffentlichungen, Schriften, Briefe und diese kleinen Sachen. Das sind Biografien, das ist der Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, der hat ja in seinem Arnheim dem Rathenau ein Denkmal gesetzt. Das ist eine kleine Biografie von Professor Schulin, der ja jetzt auch sein Gesamtwerk herausgibt. Und das sind Akten der Reichskanzlei, die seine Ministerzeit betreffen. Was hat die AEG selbst veröffentlicht über Rathenau? Sie hat ein Gedenkheft herausgegeben anlässlich seines Todes, in dem alle Ansprachen und Beileidskundgebungen zusammengefasst. Aber eine eigene Feier der ARG hat es nach seinem Tode nicht gegeben. Offenbar nicht. Rathenau war nicht sehr beliebt damals, auch offenbar in seiner eigenen Firma. Wo die Gründe liegen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Haben Sie in Ihrer Sammlung irgendetwas, was es nirgendwo anders gibt, irgendwelche Dokumente oder direkte Unterlagen über Rathenau? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, Herr Schilling in Bad Vilbel kann Ihnen da weiterhelfen. Er besitzt einige Originalbriefe von ihm. Günther Schilling, ehemaliger Mitarbeiter der AEG, hat Walter Rathenau zu seinem Hobby- und Forschungsgebiet gemacht. Er besitzt die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung von allem, was an Rathenau erinnert. Sind dabei auch handschriftliche Dokumente? Ja, da gibt es Briefe Walter Rathenaus, die ich im Original besitze. Und zwar konnte ich die vor einigen Jahren bei einer Autographenauktion in Marburg erwerben. Und zwar Briefe aus jungen Jahren Rathenaus, im Jahre 1905, wo man ihn von einer bisher kaum bekannten Seite, nämlich sehr humorvoll, kennenlernt. Darf ich Ihnen hier mal das Original dieses ersten Briefes zeigen und auch gleichzeitig den Text vorlesen?
vom 9. Januar 1905. Meine Gnädigste, Sie sagen, dass Sie eine junge, hübsche und talentvolle Dame sind, aber Sie weigern sich, den Beweis anzutreten. Gut, ich will Ihnen glauben. Sie sagen, Sie wollen meine Seele erobern. Sie haben sie erobert. Aber was nun? In Ergebenheit Rathenau. Dieses Was nun, finde ich so nett bei dieser ganzen Geschichte. Es gab keine Geschichte mit jener Frau. Rathenaus einzige von Leidenschaft gefärbte Beziehung war Lili Deutsch, die Frau eines Kollegen und AEG-Vorstandsmitgliedes. Aber diese Beziehung blieb, wie Rathenaus Biograf Harry Graf Kessler schreibt, vor der Erfüllung im Dornengestrüpp innerer Hemmungen stecken. Stellen Sie sich vor, am letzten Mittwoch in Basel habe ich zwei unbekannte Bilder Rathenaus gefunden. Eins von seiner Hand gemalt, nämlich ein noch völlig unbekanntes Enfance-Bild seiner Mutter. Und ein zweites, das ist eine völlige Überraschung für mich, ein Ölgemälde, vermutlich von Lesser Uri, darstellend Walter Rathenau im Alter von 23 Jahren. Als das Bild abgenommen wurde, es hing also seit vielen Jahrzehnten unverändert an der Wand, wie der Besitzer mir sagte, war auf der Rückseite vermerkt Walter, 15. September 1890. Das heißt, 14 Tage vor Walter Rathenaus 23. Geburtstag und ebenso lange vor seiner Militärzeit. Er fing ja am 1. Oktober 1890 sein einjähriges Freiwilligenjahr bei den Gardekürassieren in Berlin an. Da existiert übrigens eine wunderschöne Aufnahme. Walter Rathenau im prachtvollen Schmuck der Gardekürassiersuniform. Der deutsche Jude als Soldat ist Thema einer Ausstellung in der Führungsakademie der Bundeswehr. Dokumente belegen Staatstreue und Patriotismus deutscher Juden, zu denen auch Walter Rathenau gehörte. Einer der Organisatoren dieser Ausstellung ist Major Dr. Gerhard Hecker, Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr in Freiburg. Dr. Hecker zu Rathenau und dem Militär. Er selbst hatte sich ja bemüht, den Reserveoffizierstatus zu erreichen. Und gerade in dieser Zurückweisung von diesem Reserveoffizierstatus liegt, wie es auch meine Forschung ergeben, einer der wundesten Punkte in Rathenaus Leben. Da Rathenau nicht bereit war, diesen Schritt einer Taufe oder eines Übertritts zu einem christlichen Glauben vorzunehmen, war ihm dieser Weg versperrt. Rathenau war assimilierter Jude und stand dem Christentum nahe, was ihm manche rechtgläubigen Juden bis heute verübeln. Er war das Gegenteil eines Zionisten und auch für Antisemiten zitierbar. Die Ausstellung würdigt seine Leistung bei der Rohstoffversorgung im Ersten Weltkrieg, die entscheidender wurde als manche gewonnene Schlacht. In diesem Berliner Häuserblock organisierte Walter Rathenau die Sammlung und Verteilung der kriegswichtigen Rohstoffe. Er übernahm nach Kriegsbeginn eine Aufgabe, an die der Generalstab nicht rechtzeitig gedacht hatte. Sein Pflichtgefühl und seine Auffassung hier und sein Deutschtum und Preußentum, wie es Golomann ausgedrückt hat, bewogen ihn dazu, dieses Amt zu übernehmen. Mit Rathenau selbst hatte zum ersten Mal ein Zivilist eine Abteilung des preußischen Kriegsministeriums übernommen, der dazu noch Jude war, was also insofern kein als ein Sonderfall zu betrachten ist. Und er hat als Abteilungsleiter im preußischen Kriegsministerium in der Anfangszeit die wichtigen ersten Schritte unternommen, da ihm weder ein organisatorisches Rüstzeug noch ein gesetzliches Rüstzeug zur Verfügung stand. Er hat also sehr stark auch Personal aus dem industriellen Bereich mit einbezogen. Und als sein besonderes Verdienst ist die Schaffung der sogenannten Kriegsgesellschaften zu betrachten. Das heißt, es waren Aktiengesellschaften, die also die Verteilung und die Sammlung der kriegswichtigen Rohstoffe wie Metalle, Wolle und so weiter vorgenommen haben. Und man kann also sagen, dass er durchaus durch seine Tätigkeit hier eine kriegsentscheidende Wirkung herbeigeführt hat. Wenn Rathenau nicht frühzeitig genug diese Rohstoffversorgung in Angriff genommen hätten, wären also die Salpetervorräte, die bei den einzelnen Landwirten im Deutschen Reich lagern, dann als Düngemittel verstreut gewesen. Und gerade diese Salpetervorräte wurden dann als Grundstoff für die Munitionsherstellung gebraucht. Herr Professor Schulin, ist da nicht ein Widerspruch zwischen Rathenaus Einsatz für die Kriegswirtschaft und seiner Gegnerschaft eigentlich gegen den Krieg, über die er geschrieben hat? Er galt doch auch als Pazifist. Da ist ein Gegensatz, das ist ganz richtig.
Man muss natürlich dazu sagen, als Pazifist galt er mehr in der Zeit nach dem Kriege. Er war kein grundsätzlicher Gegner aller kriegerischen Auseinandersetzungen. Er war nur ein Gegner der Aufrüstung, weil er fand, dass die modernen Auseinandersetzungen nicht mit Waffen gemacht werden müssten, sondern mit wirtschaftlicher Kraft. Die Menschen seiner Zeit haben Rathenau nicht verstanden. Den Widerspruch zwischen seiner Rolle als Kapitalist und seinen sozialistischen Vorstellungen. Das ist ganz richtig, das war auch schwer zu verstehen. Er war einerseits Präsident der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft im Kriege und andererseits schrieb er Bücher, von denen man annehmen konnte, sie führen zum Sozialismus hin, zum Teil zu einem stärkeren Sozialismus, als die Sozialdemokraten damals überhaupt haben wollten. Das hat viele Leute verwirrt in seiner Zeit. Wo stand Rathenau eigentlich in der Parteienlandschaft der Zeit? Er gehörte zur DDP, zur Deutschen Demokratischen Partei. Das war ein Teil der deutschen Liberalen, die sich ja nach dem Ersten Weltkrieg leider, muss man sagen, gespalten haben in diese mehr linksgerichtete Partei und in die Deutsche Volkspartei, DVP. Das war die Partei Stresemanns. Zur Partei Stresemanns, die also mehr rechtsgerichtet unter den Liberalen war, gehörte Hugo Stinnes als der wirtschaftlich mächtigste Mann dieser Partei. Und man kann sagen, dass dieser frühere wirtschaftliche Gegensatz zwischen Stinnes und Rathenau, den man also als einen Gegensatz zwischen Schwerindustrie und verarbeitender Industrie darstellen kann, dass der sich jetzt in den Parteien verstärkt. Stinnes versucht, seine Wirtschaftspolitik in der DVP durchzusetzen, mit relativ guten Mitteln, während Rathenau eigentlich in der DDP keine sehr große Rolle spielte. Das hing damit zusammen, dass man ihm nicht genügend traute, seitens anderer Parteimitglieder, und dass er selber überhaupt keine besonders große Fähigkeit hatte, Parteipolitiker zu spielen. Wer stützte ihn denn dann im Parlament? Im Parlament wurde er gestützt eben von dieser DDP und dann zum Teil vom Zentrum, und zwar da auch vom linken Flügel des Zentrums, von denen, die stärker sozialistisch eingestellt waren. Das ist ja der Beginn seiner Zusammenarbeit mit dem wichtigsten Mann von diesem linken Flügel des Zentrums, also der katholischen Partei, Josef Wirth, der später Reichskanzler war in der Zeit, in der Rathenau dann Reparationsminister und später Außenminister war. Für Rathenau bedeutete Außenpolitik in erster Linie eine internationale Lösung der Wirtschaftsprobleme. Er übernahm das Amt am 31. Januar 1922, rechtzeitig zur Vorbereitung der Konferenz von Genua, der ersten Zusammenkunft der Siegermächte, zu der Deutschland als gleichberechtigter Partner eingeladen war. Auch die international nicht anerkannte Sowjetregierung, die schon seit Monaten mit Deutschland verhandelte, war in Genua vertreten. Links Außenminister Tschitscherin, rechts Reichskanzler Wirth. Das Hotel Imperiale in Rapallo, in dem während der Konferenz von Genua die russische Delegation wohnte, wurde Schauplatz des auf dramatische Weise zustande gekommenen Rapallo-Vertrages. Am Ostersonntag, dem 16. April, unterzeichneten Rathenau und Tschitscherin das Abkommen, das die gegenseitige diplomatische Anerkennung, den Verzicht auf Kriegsforderungen und bilaterale Wirtschaftsbeziehungen vorsah. Eine Gedenktafel im Verhandlungsraum erinnert an die historische Bedeutung des Rapallo-Vertrages. Er war sehr wichtig für den Sowjetstaat, der damit sein erstes internationales Abkommen schließen konnte. Rathenau schuf sich neue Feinde. Für den völkischen Beobachter war er jetzt der Sowjetjude. Im Grunde hatte Deutschland nur das getan, was nach den Vorstellungen Rathenaus und des britischen Premierministers Lloyd George alle europäischen Mächte gemeinsam hätten tun sollen. So sah es die Karikatur. Rathenau übergibt der Sowjetdame Russland, die unter einem Leninbild im Bett liegt, einen Blumenstrauß. Draußen steht Lloyd George. Melden Sie mich bei der Dame Russland. Bedauere, es ist schon jemand drin. Die Abgewiesenen maßen dem deutsch-sowjetischen Alleingang, der von Rathenau nach außen heruntergespielt wurde, dann doch weniger Bedeutung zu, als die Reichsregierung befürchtet hatte. Die Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz beherbergt heute das Bundesfilmarchiv. In den Gewölben lagern Millionen Meter historischer Filmaufnahmen.
Aber von Walter Rathenau gibt es insgesamt nur knapp 20 Sekunden. Darunter ist auch eine Aufnahme des Ministers am Schreibtisch, die später in einem Propagandafilm der Nationalsozialisten Verwendung fand und dadurch erhalten blieb. So, das sind nun also die drei Filme, in denen wir Aufnahmen von Walter Rathenau besitzen. Das ist einmal der Film Der ewige Jude mit einem kurzen Ausschnitt von ihm, dann als Teilnehmer bei der Konferenz von Spa. Und hier haben wir einen Rückblick auf die Konferenz von Rapallo. Die Konferenz von Spa fand im Juli 1920 statt. Rathenau rechts mit Spazierstock und als Minister im Kabinett Wirth 1922. Der Film, in den diese Aufnahme eingeschnitten wurde, zeigt aus der Sicht der Nationalsozialisten die Situation vor 1922. Was sich damals anbahnte, feierte nach 1933 Triumphe, die Fälschung der Geschichte, blinder Antisemitismus. Ein Ausschnitt aus dem Film Der ewige Jude mit der Darstellung Rathenaus. Damals sahen die Juden ihre Stunde gekommen. Als treue Staatsbürger traten sie auf, wie in tiefer Besorgnis um das Schicksal des deutschen Volkes. So drängten sie sich zu der sogenannten Nationalversammlung in Weimar, wo über Deutschlands Zukunft beschlossen werden sollte. Der jüdische Abgeordnete Landsberg, links neben ihm Scheidemann. Der Jude Hirsch, Ministerpräsident von Preußen. Der Jude Hugo Preuß, Schöpfer der deutschen republikanischen Reichsverfassung. Der Jude Walter Rathenau, Außenminister der Deutschen Republik. Der Antisemitismus wurde von den Nationalsozialisten bis zum Äußersten getrieben, aber es gab ihn schon vorher. Judas Schuldbuch, eine Hetzschrift, in der Walter Rathenau 10-mal namentlich erwähnt wird, erschien schon 1919 in einer Auflage von 20.000 Exemplaren. Für die Deutsch-Völkischen gehörte Rathenau zu den Novemberverbrechern, die den Frontsoldaten in den Rücken gefallen waren und ihnen den Dolchstoß versetzten. In den bürgerkriegsähnlichen Kämpfen, die dem Zusammenbruch der alten Ordnung folgten, setzte sich die Reichsregierung mit Hilfe dieser Frontsoldaten durch, die überwiegend nicht republikanisch eingestellt waren, aber in Kommunismus und Chaos eine Bedrohung für Deutschland sahen. Es waren Freikorps, die 1919 die Voraussetzung für die Wahlen zur Nationalversammlung schufen und damit Weimar, die von ihnen verachtete Republik, ermöglichten. Der neue Staat war für fast alle Freikorps nur eine Übergangslösung. Aus den Angehörigen des Freikorps Oberland und der Marinebrigade Erhard rekrutiert sich 2 Jahre später Hitlers SA. Kapitän Erhard, der 1919 die Räterepublik in Bayern zerschlug. In einer Broschüre lässt er seine Marinebrigade Erhard als die Retter Münchens feiern. Unter den Inserenten in diesem Heft die AEG. Ihr Präsident Walter Rathenau wird 3 Jahre später von Anhängern des Kapitäns Erhard ermordet. Erhards geheime Organisation Konsul, kurz genannt OC, bekämpfte Weimar mit Sabotage und Attentaten. 1921 erschien die Broschüre 2 Jahre Mord, in der 100 Opfer der Fememorde und des Terrors von rechts aufgezählt wurden. Darunter waren die Arbeiterführerin Rosa Luxemburg im Januar 1919 gemeinsam mit Karl Liebknecht von fanatischen Militärs in Berlin ermordet und der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger im August 1921 von Angehörigen der OC erschossen. Mord und Gewalt formierten sich bereits unter einem Symbol. Hakenkreuze am Münchner Auerdruck, März 1922. Rathenau sollte das nächste Opfer werden. Er war gewarnt, fuhr aber weiter im offenen Wagen zum Amt. Zu den Menschen, die ihn so oft sahen, gehört Werner Milch, damals Primaner am Grunewald-Gymnasium. Ich kam eines Tages auf den Schulhof, es war eine große Pause. Da standen die Jungs, mit denen ich mich meist unterhalten pflegte, zusammen. Ich stellte mich zu ihnen, es war Peter Olden,
Dietrich Bonhoeffer, Max Delbrück, der spätere Nobelpreisträger, und noch der ein oder andere Junge. Na, einer von den Jungs, ich weiß nicht mehr welcher, es könnte Olden gewesen sein, sagte, es ist ja immer noch eine Hoffnung da, letzten Endes Walter Rathenau, das ist ein kluger, vernünftiger Mann, dem man vertrauen kann, Grunewalder. Und daraufhin sagte ich, das ist, da lass dich nicht täuschen. In wenigen Tagen, so habe ich mich ausgedrückt, ist Rathenau tot. Der wird ermordet. Warum, meinen Sie, heute ist Rathenau gestorben? Rathenau ist ein Opfer des Ost-West-Konfliktes. Er ist nach meiner Meinung von einem westlichen Geheimdienst ermordet worden, wobei der Geheimdienst sich unter Umständen der Organisation C bedient hat, denn beide zogen damals am gleichen Strang. Sie wollten auf keinen Fall den Russen in Deutschland haben. Das heißt also, das, was man heute als Antisemiten bezeichnet, also ich denke dabei an Arthur Maraun mit dem Jungdeutschen Orden oder an Adolf Hitler mit der damals unbedeutenden NSDAP, die waren diejenigen, die mit dem Westen arbeiten wollten und auf keinen Fall den Russen nach Deutschland haben wollten. Die wollten lieber alles auf sich nehmen, als russische Truppen hier haben. Ja, also das halte ich für eine sehr typische Meinung der Zeit, aber ganz falsch zusammengesetzt. Zunächst mal muss man sagen, dass er gewusst hat oder dass er vorher geglaubt hat, dass Rathenau ermordet wird, ist nicht so etwas Besonderes. Das hat man etwa ein Dreivierteljahr lang immer wieder gehört. Rathenau selber war derselben Meinung, dass er früher oder später einmal einem Attentat zum Opfer fallen wird. Aber die Vorstellung, dass hierhinter nicht etwa Deutsche ständen, deutsche Nationalisten, die der Meinung waren, dass Rathenau ein Erfüllungspolitiker ist und nicht nur ein Erfüllungspolitiker, sondern nun auch noch den Bolschewismus nach Deutschland bringt, diese Vorstellung, dass das nicht das Wichtigste wäre, sondern dass der westliche, gar der französische Geheimdienst dahinter stände, das halte ich für großen Unsinn. Ich würde sagen, typisch ist wirklich eine bestimmte Mischung des Hasses gegen Rathenau. Und die Mischung ist wirklich die, er ist einerseits der die Erfüllungspolitik angefangen hat, und dann der obendrein auch noch, nicht stattdessen, sondern obendrein auch noch, jetzt mit den Russen paktiert. Das Interessante ist ja, dass das Paktieren mit den Russen ja dasjenige war, was den Rathenau wieder mehr mit den Rechtskräften in Deutschland zusammenbrachte. Also eigentlich mit denselben, zu denen die Leute gehörten, die ihn ermordet haben. Erwin Kern, Oberleutnant zur See, 24 Jahre alt, wird Rathenau mit einer Maschinenpistole erschießen. Hermann Fischer, Leutnant der Reserve, wirft eine Handgranate. Beide sind Mitglieder der Organisation Konsul. Sie glauben an einen schicksalhaften Auftrag. Mit zwei Oldtimern haben wir den Hergang des Mordes nachgestellt, ohne Schauspieler. Das Aufnahmeteam übernimmt die Rolle der Attentäter. An die Stelle der Mordwaffe tritt die Kamera. 24. Juni 1922, 10.45 Uhr. Kurz vor der S-Kurve der Königsallee in Berlin-Grunewald, an der Rathenaus Fahrer das Tempo verlangsamen muss, warten Kerl und Fischer. In ihrem sechssitzigen Tourenwagen folgen sie dem Außenminister. Beim Überholen drängen sie Rathenaus Wagen an die rechte Straßenseite. Oberleutnant Kern legt die Maschinenpistole an. Er wird seinem Opfer, wenn beide Wagen parallel zueinander fahren, direkt in die Augen sehen. Der erste Schuss trifft Rathenaus zur Abwehr erhobene Hand. Weitere 5 Schüsse treffen Hals und Rücken. Die Mörder entkommen mit Vollgas durch die Wallotstraße, nachdem Leutnant Fischer noch eine Eierhandgranate geworfen hat, die im Polster des Wagens wirkungslos bleibt. Rathenaus Fahrer wendet und bringt den tödlich getroffenen Minister zurück nach Hause. Walter Rathenau, der seinen gewaltsamen Tod schon vorausahnte und dennoch gerade 2 Tage zuvor allen Polizeischutz abgelehnt hatte, stirbt wenig später auf dem Boden seines Arbeitszimmers.
die Rudelsburg bei Kösen in Thüringen. Von hier aus entdeckten zwei Besucher aus Hamburg die steckbrieflich gesuchten Rathenau-Mörder in der gegenüberliegenden Burg Saaleck. Vor den herbeigerufenen Polizisten geben sich Kern und Fischer zu erkennen und bringen Hochrufe auf Kapitän Erhard aus. Da sie bewaffnet sind, werden Verstärkungen angefordert. Bereitschaftspolizei umstellt die Burg und rückt vom Wald aus vor. Kern und Fischer haben sich im Ostturm verschanzt. Man hört und sieht nichts mehr von ihnen. Auf dem Burghof lässt sich ein Kriminalwachtmeister den Karabiner eines Schutzpolizisten geben und schießt auf gut Glück dreimal in eins der Turmfenster. Die durchlöcherte Scheibe ist heute noch zu sehen. Einer der Schüsse hat Leutnant Kern, der hinter dem Fenster stand, tödlich getroffen. Fischer trägt seinen Kameraden auf das Bett, verbindet ihm noch den blutenden Kopf. Dann setzt er sich den Revolver an die Stirn und erschießt sich selbst. So enden Rathenaus Mörder drei Wochen nach ihrer Tat. Die Nationalsozialisten setzten ihnen später ein Denkmal. Tu, was du musst, sieg oder stirb, und lass Gott die Entscheidung. Ernst Moritz Arndt hat diesen Satz so sicher nicht gemeint. Das Denkmal ist entfernt, ebenso eine Inschrift am Ostturm von Burg Saaleck. Andere Worte haben sich noch nicht gefunden. Eine Karikatur aus dem wahren Jakob vom Juli 1922, die Rathenau-Mörder in den richtigen Händen, drückt aus, wie Linke und Liberale, aber auch die Mehrheit der bürgerlich-Konservativen damals dachten. Rathenaus Ermordung wirkte wie ein Signal, sich um die Republik zu scharen. Ihr hatte der Anschlag ja auch gegolten, mehr als dem Menschen Rathenau. Reichskanzler Wirth rief im Reichstag den Deutschnationalen und Völkischen zu: Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Das Protokoll vermerkt stürmischen, langanhaltenden Beifall. Zur Trauerfeier war der Sitzungssaal des Reichstages schwarz ausgeschlagen und mit Palmen geschmückt. In der ehemaligen Kaiserloge, auf dem noch mit gekröntem W markierten Platz, nahm Rathenaus Mutter teil. Wie gemeißelt unter ihren Schleiern, offenbar ganz Selbstbeherrschung, schreibt Graf Kessler, der auch die Äußerung des Ex-Kaisers zum Tode Rathenaus überlieferte. Ist ihm ganz recht geschehen. In einem Staatsbegräbnis ehrte die Republik Rathenau, wie nie zuvor ein Bürger in Deutschland geehrt wurde. Die Gewerkschaften hatten für den Tag der Beisetzung einen Generalstreik beschlossen. Gegen die Monarchisten, für die Republik. Was damals politisch kaum bewertet wurde, war die im Streik dokumentierte Gemeinsamkeit von SPD, KPD und unabhängigen Sozialdemokraten. Ein halbes Jahrhundert später sieht die DDR in dieser Aktion das erste Beispiel einer Arbeitereinheitsfront. Überall in Deutschland strömen die Massen zusammen. 200.000 in Leipzig, 300.000 in Hamburg, 600.000 in Berlin. Sie fordern ein Gesetz zum Schutze der Republik, das in der Folge zwar erlassen wird, aber unwirksam bleibt gegen die Kräfte, die Weimar zerstören. Als Märtyrer vereint Rathenau die Wünsche und Hoffnungen aller Republikaner. Seien sie nun Pazifisten, Liberale, Sozialisten oder bürgerliche Demokraten. Für einen geschichtlichen Augenblick war Walter Rathenau zur Symbolfigur der Republik geworden, die andererseits aber durch den Verlust des Politikers Rathenau entscheidend geschwächt wurde. Die Grabstätte der Familie Rathenau in Berlin-Oberschöneweide, erbaut vom gleichen Architekten, der in Berlin auch das Kaufhaus Wertheim und die Nationalbank für Deutschland schuf, wird heute von der Deutschen Demokratischen Republik unterhalten. Unter den Familiennamen ließ der Nationalrat der Nationalen Front 1962 eine Tafel anbringen, in der Rathenaus Bedeutung aus der Sicht der DDR dargestellt wird. Im Gedenken an Walter Rathenau, der den Rapallo-Vertrag mit der Sowjetunion unterschrieb, mit den großen Staaten in Ost und West gute Beziehungen suchte und deshalb von der Reaktion im Juni 1922 ermordet wurde. Schon im Juli 1947 hatte das Zentralkomitee der SED Rathenau für die Einheit entdeckt. Albert Norden schrieb: 400 Jahre zuvor geboren, wäre er vielleicht eines der Universalgenies der Renaissance geworden. Er hatte das Zeug dazu.
Rathenau war ein zwiespältiges Wesen, dessen Füße fest in der kapitalistischen Ordnung standen, dessen Kopf aber in die Sphäre einer besseren Gesellschaft ragte. General Tulpanow von der sowjetischen Militäradministration, der für die nationalen Belange der Deutschen viel Verständnis hatte, nahm den Faden auf. Dabei stellte er den Einzelgänger Rathenau in das ideologisch vorgeschriebene Kollektiv. Rathenau und seine Gruppe hatten es begriffen, dass Deutschland nur dann eine Zukunft hat, wenn man die Verhältnisse mit Russland nicht auf dem Hass und auf der Politik Drang nach dem Osten, sondern auf friedlichen wirtschaftlichen Beziehungen aufbauen wird. Und dann produzierte Anfang der 60er Jahre die DEFA einen Rathenau-Film, in dessen Mittelpunkt natürlich auch der Vertrag von Rapallo steht. Einige Ausschnitte. Deutschland und Sowjetrussland stellen ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen wieder her. Zweitens, sie verzichten gegenseitig auf den Ersatz ihrer Kriegskosten und Kriegsschäden. Drittens, für die allgemeine Regelung der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen gilt die Meistbegünstigung. Grundsätzlich bedeutet Rapallo, wir haben zum ersten Mal seit Kriegsende einen Staatsvertrag auf der Grundlage der Gleichberechtigung abschließen können. Bitte sehr. Heißt es, Herr Minister, dass Deutschland die Beziehung zu den alliierten Mächten lockern will? Nein. Wir wollen unsere Beziehungen zu allen Staaten verbessern. Bitte? Herr Außenminister, kein Politiker, der im Namen Deutschlands zu sprechen hat, es verantworten, mit den Bolschewisten gemeinsame Sache zu machen. Russland lebt unter einem Wirtschaftssystem, das sich von dem unseren unterscheidet. Wir haben unseren Frieden nicht mit dem System geschlossen, sondern mit dem Volk. Und wir haben ihn geschlossen mit den Menschen, die dieses Volk im Augenblick vertreten. Mit Realitäten und Tatsachen muss man rechnen. Es ist eine Realität, wenn eine Verbindung abgeschlossen wird von Völkern, die sich die Hände reichen, um in Frieden und Freundschaft zu leben. Die folgenden Spielfilmausschnitte zeigen Demonstrationen nach der Ermordung Rathenaus, wobei die optische und inhaltliche Gleichsetzung mit dem Einheitsmarsch von KPD und SPD im Jahre 1946 ins Auge fällt. Aufschlussreich ein Gespräch im Demonstrationszug. Sag mal, Fritz, warum gehen eigentlich die Arbeiter für Rathenau auf die Straße? In Ihren Augen war er doch ein Kapitalist. Die Arbeiter sind nicht so dumm, alles in einen Topf zu werfen. Natürlich war er ein Kapitalist. Aber er hatte keine Scheuklappen. Er sah weiter als viele andere. Wie meinst du das? Er war zum Beispiel für eine Zusammenarbeit mit dem neuen Russland. Das hat ein Rapallo bewiesen. Also Fritz, ich verstehe euch nicht. Erst redet ihr dauernd von einem Arbeiterstaat und jetzt paktiert ihr mit dieser bürgerlichen Republik. Wenn die größere Gefahr droht, du weißt doch, wer hinter dem Mordgesindel steht. Wir vergessen keinen Augenblick unsere Ziele. Die DDR vergisst keinen Augenblick die Ziele des Klassenkampfes. Sie bekennt sich zur Tradition Preußens und Deutschlands, soweit sie damit ihre eigene Staatlichkeit begründen kann. Die DDR beruft auch, wie es offiziell heißt, nicht-proletarische Demokraten auf der Seite des Fortschritts in ihrer Ahnengalerie. Zum 60. Todestag 1982 wurde Rathenau von den Zeitungen der DDR gewürdigt, auch vom Zentralorgan der SED Neues Deutschland. Walter Rathenau war unter den Konzernherren seiner Zeit ein weißer Rabe. Das ehemalige Hohenzollernschloss Freienwalde, seit 1909 Rathenaus Landsitz und Wochenendaufenthalt. Noch 1974 nannte eine DDR-Historikerin Rathenau einen Finanzegoisten, der das Leben eines nach Profit jagenden Kapitalmanagers und Schlossherrn führte. Ob weißer Rabe oder Monopolkapitalist, Schloss Freienwalde ist jetzt Kulturhaus Alexander Puschkin. Und auch der war ja ein nicht-proletarischer Demokrat. Die Einvernahme Rathenaus durch die DDR macht es manchem nicht leicht, in ihm das Vorbild eines Europäers zu sehen. Wichtiger als seine Ostpolitik waren seine Beziehungen zum Westen. Rathenau hätte nach Brüssel gepasst. An der Chausseestraße in Berlin-Mitte fanden wir das Haus, wie es Emil Rathenau als das Geburtshaus seines Sohnes beschreibt. Nur das Ballhaus Berlin, jetzt VEB, ist nicht mehr im Vorgarten, sondern im ehemaligen Maschinenraum. In der Etage darüber lag die Wohnung der Eltern. Oft wird vergessen, dass Walter Rathenau aus dem Mittelstand kam und gerade Abitur machte, als sein Vater die AEG gründete.
Geld und Macht hat Walter Rathenau unabhängig vom väterlichen Besitz erworben. Bestimmend für ihn wurden die Erfahrungen in der Berliner Handelsgesellschaft durch die Verbindung von Wirtschaft und Staat. Der liberale Politiker William Borm ist ein Zeitzeuge, der Rathenau noch persönlich erlebt hat. Ich habe Walter Rathenau im Hause meines Onkels, eines Großindustriellen, bei dem ich aufgezogen worden bin, gesehen und das erste erlebt, das zweite, als ich das zweite Mal sah, schenkte er mir ein goldenes 20-Mark-Stück und das Modell eines Generators. Auf einen Jungen von 15, 16 Jahren machte das einen bleibenden Eindruck und ich vergesse das bis heute nicht. Herr Borm, um es dem heutigen Zuschauer leichter zu machen, wo würden Sie Walter Rathenau in dieser politischen Landschaft, die wir haben, ansiedeln? Wo würde er hingehören mit seinen Überzeugungen und seinen politischen Meinungen? Mit Sicherheit ist Herr Rathenau ein zutiefst überzeugter Liberaler gewesen. Er ist aber eigentlich so etwas wie früher ein moderner Feudalherr gewesen, ein industrieller Feudalherr. Er war ein solcher Mensch, der es eigentlich gar nicht notwendig hätte, einer Partei anzugehören. Er war sich selbst genug und war beinahe selbst ein Programm. Über den Menschen Rathenau schrieb sein Freund Emil Ludwig. Schmal war die Tür seines edlen Hauses, zu schmal, um zwei Menschen zu gleicher Zeit einzulassen. Das Glück der Gemeinschaft, die Gnade der Liebe blieb ihm und seinem Hause vorenthalten. Keineswegs war dies ein strenger Philosoph, der nicht lächeln konnte. Aber er ließ niemand ein in die Zella seiner Seele. Zu diesem Tempel war die Tür so schmal wie die seines Hauses. Er war einer der universellsten Menschen seiner Zeit, aber genauer besehen ein Universaldilettant. Eins allerdings hatte er allen voraus: die geniale Zusammenschau, die ihn Entwicklungen klar erkennen ließ und auch Visionen möglich machte. Verkennen Sie das Kommende nicht. Mit Berlin nimmt es ein baldiges Ende. In nicht allzu langer Zeit wird Gras in den verödeten Straßen wachsen. Sie alle werden Gras in den ausgestorbenen Straßen sehen. Machen Sie sich auf Deutschlands vollständigen Ruin gefasst. Auf einen Untergang, wie ihn seit 2000 Jahren noch nie ein Volk erlebt hat. Der Berliner Bildhauer Georg Kolbe schuf die Bronzetafel mit dem Profil Walter Rathenaus als Teil eines Denkmals im Volkspark Rehberge, Berlin-Wedding. Kolbes Rathenau-Brunnen, der Größe, Einfachheit und Dynamik symbolisieren sollte, wurde 1930 eingeweiht und knapp 4 Jahre später von den Nationalsozialisten abmontiert. Die Treppenanlage steht noch. Auf den rechten Granitpfeiler wird, nach über 50 Jahren, nun doch das frühere Bronzebildnis zurückkehren. Spätestens 1987 soll die ganze Brunnenanlage wiederhergestellt sein. Wird Rathenau damit stärker ins Bewusstsein der Deutschen zurückkehren? Der unbequeme Demokrat schrieb: Ob wir noch eine Zukunft haben, hängt nicht von grünen Tischen und nicht von Hemdsärmeln ab, sondern lediglich davon, ob Deutschland noch einmal den Geist und den Respekt vor der Idee findet. Aufbauende Gedanken sind da. Man verwirft sie, weil man sie nicht begreift und nicht begreifen will. Die nächste Folge unserer Reihe Weimarer Köpfe beschäftigt sich mit Gustav Stresemann und der deutschen Außenpolitik in der Zeit von 1923 bis 1929. Die 6 großen Jahre des Gustav Stresemann, so lautet die zweite Folge, die wir Ihnen am kommenden Mittwoch um 21.50 Uhr zeigen.